Mein Name ist Marco, willkommen zu einem neuen Video hier auf New VR Tech. Ja, und heute ist der Name des Kanals hier Programm. Wir beschäftigen uns wieder mit der VR-Technik. Und zwar habe ich hier meine HP Rep G2 und da vorne habe ich einen Vive-Tracker montiert. Der ist verbunden mit einem Micro-USB-Kabel in meinem Computer. Ja, und so kann ich mit den Index-Controllern, ohne dass ich irgendwas kalibrieren muss, natürlich, wir müssen einiges einstellen, das zeige ich euch gleich ganz kurz, aber ohne dass wir je irgendwas wieder kalibrieren müssen, mit quasi dem Lighthouse-Ökosystem hier spielen, also die VR-Brille benutzen. Es ist so, dass wir auch hier durch kein Room-Scale-Drifting haben. Das heißt, wenn ich mich im Raum bewege, da habe ich euch ja ein Video auch für gemacht, dann habe ich auch kein Drifting der Controller in eine bestimmte Richtung und auch kein Drifting über Zeit, weil sich dann die Brille, das WMR-Tracking mit dem Lighthouse-Tracking, ja, nicht, dass das nicht mehr übereinstimmt. Auch das ist hier nicht mehr der Fall. Also, das ist hier alles mehr oder weniger nativ mit SteamVR Lighthouse hier möglich. Aber direkt zu Beginn sage ich euch, das Ganze funktioniert nicht perfekt. Und was meine ich mit nicht perfekt? Ich meine damit, dass dadurch, dass jetzt dieser Vive-Tracker der Punkt ist, womit ja quasi die Kopfbewegungen getrackt werden, dass es ab und zu je nach Spiel, je nach Empfindlichkeit und so weiter dazu kommen kann, dass es so ein bisschen ruckelt im Bild. Also wir sprechen da von Jitter. Also es ist nicht flüssig, es kommt aufs Spiel an, also das ist auch noch nicht so 100% perfekt. Das sage ich euch direkt vorab, denn ihr braucht natürlich neben dem Vive-Tracker dann noch ein 5 Meter oder 6 Meter Micro-USB-Kabel. Dann braucht ihr hier noch einen 3D-Druck, um das Ganze zu montieren. Ja, und natürlich alles, was ihr aus meinem anderen Lighthouse G2-Tutorial kennt. Die Index-Controller, die Dongles und so weiter. Ja. Und natürlich die Lighthouse Base Stations. Also alles viel, viel, viel zu teuer, als dass das hier irgendwie rechtfertigen würde. Aber wir sind nun mal hier verrückt, würde ich sagen, als Enthusiasten. Okay, ich zeige euch das Ganze jetzt mal hier. Wir sehen hier meinen Desktop und wie habe ich das Ganze hier gemacht? Es gibt zwei sehr coole Typen hier auf Reddit, die haben hier ihren GitHub-Link gepostet. Und zwar ist das der Capillus VR und der Jersey 88. Die beiden haben hier auf GitHub ein Tutorial und Informationen veröffentlicht, wie man das Ganze zum Laufen bringen kann. Warum mache ich jetzt das Video? Ich könnte hier einfach auch den Link posten. Ja, ich sag mal, so gut das auch ist, was die uns hier zeigen, ne? Und wie, ja, es ist wirklich sehr, sehr gut. Ohne die könnten wir das hier gar nicht zustande bringen. Es fehlen einfach ein paar Dinge in dem Tutorial, ne? Also das sind so, ihr kennt das, ihr folgt irgendeiner Anleitung und dann wird vorausgesetzt, ihr müsst wissen, dass man das so und so macht. Oder vorausgesetzt, ihr habt schon das und das, sonst funktioniert das nicht. Das ist hier leider der Fall. Ich weiß noch nicht, vielleicht mache ich hier auch wieder einen Fork, also eine eigene Version auf Basis dieser Tutorials, um das Ganze auch in Schriftform zu bringen. Aber hier ist mal also ja, ein kleines Video dazu. Das ist auch kein ausführliches Tutorial jetzt. Ich werde hier nicht jeden Schritt demonstrieren. Ich werde euch das nur sagen, damit ihr einfach seht, dass das möglich ist. Ihr könnt heute Abend, also heute, wenn ihr das Video heute hier am 12. April guckt, könnt ihr meinen Livestream sehen. Da werde ich das erste Mal live mit dieser Kombination spielen und da werde ich auch berichten, wie sich das so anfühlt, wie das ist. Also verlinke ich hier auch nochmal, schaut auf jeden Fall rein. So, also wir haben hier diese beiden GitHub Tutorials, nenne ich es jetzt einfach mal, die uns hier eben beschreiben, wie das Ganze zu laufen hat. Ihr seht hier schon, ich habe Steam ja auf und ich habe hier gerade in meinem Wohnzimmer drei Base Stations, dann eben den Vive Tracker, die beiden Lighthouse-Index-Controller, die sind natürlich mit den Dongles gekoppelt, drahtlos, und meine G2. Für alle, die sich fragen, warum habe ich den Tracker denn nicht per Dongle verbunden? Gerade am Kopf, also wenn die Sicht abhängig ist von einem Tracker, der dann noch drahtlos verbunden ist, da kann es wirklich dazu kommen, dass man Motion Sickness entwickelt, dass da Lags entstehen und das ist nicht schön. Man kann das machen und je nach Spiel ist das vielleicht auch nicht schlimm, aber ich würde euch empfehlen, hier das Kabel zu verwenden, um eben die Latenz zu verringern. Daher habe ich jetzt hier gerade ein 10 Meter Micro-USB auf USB-A-Kabel
Also alles okay. Steckt bei mir in meinem USB 3.2 Generation 2 Port. Spielt an sich keine Rolle. Was hier aber geschrieben wird, das schreiben hier beide Kollegen, dass man Big Note hier schreibt er, I tried using active 5 Meter USB Extension Cable, which didn't work and resulted in unusable tracking quality. Avoid active cables. Also keine aktiven Kabel. Es gibt ja Verlängungskabel, die dann nochmal so einen Verstärker da eingebaut haben. Das soll man hier nicht verwenden. Was man allerdings wohl verwenden kann, man kann einen aktiven USB-Hub verwenden, um nicht zig USB-Ports am Rechner belegt zu haben durch dieses ganze Setup. Das wiederum geht, laut Jersey und aber auch hier Capillus. Ich möchte auf jeden Fall beiden danken. Ich werde jetzt einfach der Einfachheit halber da, wo ich gerade bin, das vorlesen. Ne? Die ergänzen sich beide gut, sind beide nicht perfekt hier, was hier steht. Ihr werdet sehen, warum das so ist, also was hier noch fehlt. Ja, wie fangen wir an? Wir fangen an, indem wir einfach erstmal uns das hier durchlesen. Das würde ich auch empfehlen. Lest euch einfach beides mal durch, damit ihr einfach so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt, was euch erwartet. Das gleiche auch hier das Video. Guckt euch das bis zum Ende an, bevor ihr direkt anfangt, hier was mitzumachen. Hier ist es folgendermaßen: What you need. Du brauchst natürlich deine G2, dann ein Vive Tracker. Version 2.0 wird hier empfohlen. Dank Sammy weiß ich auch, dass die 1.0 Tracker wohl auch funktionieren. 3.0 Tracker, die neuen von HTC, sind wohl nicht so gut. Wo ich mich aber schon wieder frage, wie kann das sein, ne? Naja, schreibt er aber hier, kann ich leider nicht zu so sagen. Dann wird ganz wichtig, das ist also wirklich wichtig, hier ein 3D-Print gebraucht für den Vive Tracker. Und zwar hat er hier eine Vorlage auf Thingiverse, dass hier befestigt man das eben an der G2. Und vorne schraubt man das Ganze eben fest mit dem Vive-Tracker. Oder eben den Vive-Tracker schraubt man dort fest. Es gibt auch eine Version, die man hier oben befestigen kann. Aber das Tutorial hier basiert eben darauf, das hier zu montieren. Es wäre theoretisch aber auch möglich, das oben zu montieren und dann einfach später, das seht ihr dann, andere Werte einzutragen. Das ist aber so ein bisschen, ja, da muss man schon sehr viel austesten, daher warum nicht einfach das vorne nehmen, ne? Hat jetzt keine Relevanz eigentlich. Hier unten hätte man sogar noch die Möglichkeit, den neuen HTC Face Tracker zu montieren oder theoretisch könnte man auch eine GoPro da dran machen, so wie ich das beobachte. Das sieht so ein bisschen danach aus. Ja, also auch die Möglichkeit hier eben Dinge zu montieren. Hier sieht man das auf seinem Foto und hier kann man auch sehen, also erstmal sieht man, dass er ein Headset verwendet, wobei ich mich da frage, warum. Denn die G2 hat ja eigentlich hier super, super Lautsprecher, aber okay. Und dann hat er hier natürlich die Kabel rumverlegt, ja, hier drüber. Und das muss man auch machen. Das habe ich jetzt alles noch nicht, weil ich noch in der Testphase bin. Aber natürlich muss man das Kabel hier so montieren, dass das hier nicht abgerissen wird aus Versehen und dass das natürlich, ja, zum Hinterkopf geführt wird. Das ist natürlich ganz wichtig an der Stelle. Also diesen 3D-Druck braucht ihr. Bei dem 3D-Druck sind auch ja, 3D-gedruckte Schrauben bei. Jedoch schreibt er hier selbst, printed one will break for sure. Er hat diese Schraube hier verwendet. So, die gibt es auch bei Amazon.de. Verlinke ich euch jetzt hier nicht. Ich sag euch auch warum. Die habe ich mir natürlich gekauft. Die haben 5 € gekostet. War noch relativ schnell da. Ja, und dann stecke ich das rein und es passt gar nicht, ja, weil diese Köpfe müssen natürlich bündig mit dem Loch, was dann innen auch ausgespart ist dafür. Also ich weiß nicht, ob man das hier irgendwo sehen kann in der Zeichnung. Ich kenne mich damit nicht so gut aus. Kann man das hier drehen oder so? Nee. Gut, ist nicht schlimm. Aber die Schraube, der Schraubenkopf war eben viel zu groß dafür. Also musste ich ja mit einem Bohrer, ja, das einfach nochmal größer machen, aber da meine ich nicht einfach durchbohren, das darf nicht sein. Das Loch selbst, wo die Schraube durchgeführt wird, das muss so bleiben, wie es ist. Nur dieses Loch, was quasi da endet, wo dann das kleine Loch, wo man die Schraube durchführt, ich habe jetzt gerade keinen richtigen Begriff dafür, das muss vergrößert werden. Und das war schon ein Akt. Also hier so 3D gedruckter Kunststoff, das ist schon echt, kann man nicht einfach mit einem Cuttermesser oder so.
Das hat mich auf jeden Fall viel Zeit gekostet und es sieht natürlich jetzt innen nicht so schön aus. Also da bräuchte man entweder eine Anpassung dieser Vorlage hier, was zumindest den Innenteil, den man jetzt hier nicht sehen kann, angeht. Also der Innenteil ist hier halt größer, so meine ich das. Und an der Stelle vielleicht, oder man hat eine Schraube, findet eine Schraube mit einem kleineren Kopf. Ne? Das, ja, die beiden Sachen. Es muss auf jeden Fall ein Viertel Zoll Gewinde hier sein, typisches Kameragewinde, um das Ganze dort hier zu befestigen. Hier ist dann noch so ein Nupsi, da arretiert man quasi den Tracker damit und so hat er dann auch die gleiche Position wie in seinem Tutorial hier verwendet. Außerdem ist so der Port nach oben gerichtet, das ist natürlich auch wichtig. Also das hat er hier veröffentlicht. Das ist eben auch ein Mix eines schon bestehenden, hier steht es, Remix from bestehenden 3D-Print-Modell, wo das eben oben montiert ist. Der Capillus VR, der eben hier auch ein Tutorial gemacht hat, der selber verweist auch darauf, lieber das hier zu verwenden, weil das wohl besser ist. Das ist nur das, was ich euch weitergeben kann. Okay, dann geht's weiter. Wo waren wir jetzt? Wir brauchen den 3D-Print, genau. Dann das USB-Kabel, ja, also USB 2.0 Micro-USB-Kabel hier für den Vive-Tracker 2.0. Entweder ein 5 Meter langes direkt oder eine Verlängerung und dann ein kurzes Stück am Ende. Ich würde direkt ein 5 Meter Micro-USB-Kabel kaufen, dann habt ihr da nicht noch Adapter oder eben Stücke, wo ihr was dran gesteckt habt. Dann fängt das hier an, das Tutorial. Also als erstes soll man hier OpenVR Input Emulator, falls man es installiert hat, deinstallieren. Warum steht das hier? In der ersten Version seines Tutorials, er hat das nämlich gestern aktualisiert, beziehungsweise vor allem in dem Teil dieses Tutorials von Capillus VR braucht man den Input Emulator, weil der Tracker nicht ganz an der Stelle in VR getrackt wird, wo er eigentlich ist. Um das auszugleichen, hat man diesen Input Emulator, da hat man dann so ein Offset einzutragen. Sei es drum, das braucht man nicht mehr, beziehungsweise das führt sogar zu Jitter, zu Lags, warum auch immer. Daher ganz wichtig, diese Anleitung jetzt hier folgen. Und OpenVR Input Emulator, falls ihr das schon drauf hattet, aus anderen Gründen hier deinstallieren. Dann packt ihr eben hier den Tracker drauf, wenn das alles passt mit eurer Schraube. Ihr merkt auch, das ist der Grund, warum das kein Tutorial ist, weil nicht alles, ja, wie soll ich sagen, einfach so verfügbar ist, dass ihr das kaufen könnt und das dann so direkt funktioniert. Das ist alles noch so eine Bastelei, aber ich zeige euch eben, dass das durchaus funktioniert. So, er sagt doch hier, der Port soll nach oben ausgerichtet sein. Genau, dann hat er hier seinen 3D-Druck nochmal. Sowie diese Schraube, die wie gesagt zu groß ist, hier verlinkt. Dann soll man den Tracker verbinden mit SteamVR, mit dem USB-Kabel. Oder eben via its dongle, schreibt er hier. Also mit dem Dongle drahtlos. Aber er sagt eben hier, dass er, wo steht das? Oben stand das, ne? Dass er das Ganze eben per Kabel empfiehlt, weil es sonst eben Lags geben könnte. Okay. Dann steht hier Update your Tracker Firmware through SteamVR if needed. So, das ist jetzt schon ein Punkt. Wir sind jetzt an der Stelle, wo man eigentlich schon nicht mehr weiterkommen würde. Weil wenn man eigentlich nur die G2 mit Steam verwendet, dann ist es so, dass Steam gar kein Lighthouse-Equipment, auch nicht, wenn es per Kabel angeschlossen ist, überhaupt erkennt. Dazu müsst ihr nämlich Folgendes machen. Ich würde euch eigentlich sogar empfehlen, in diesem Pfad hier, C, Programme, x86, Steam, Config, dieses SteamVR.VR-Settings zu löschen oder eben auszuschneiden, irgendwo anders hinzulegen als Sicherung. Denn dann könnt ihr von null anfangen, sozusagen, was die SteamVR-Settings angeht. Und dann müsst ihr Folgendes machen. Ich zeige euch mal meine Version, wie sie jetzt hier schon ist. Hier sind natürlich schon viele Änderungen vorgenommen worden. Ich zeige euch jetzt, was nötig ist, damit ihr überhaupt hier an der Stelle weitermachen könnt. Ihr müsst unter diesem Punkt SteamVR diese Zeile hinzufügen. Wichtig mit dem Komma, weil hier beginnt der Befehl und mit dem Komma wird er hier getrennt, sodass die weiteren auch folgen können. Durch die Klammern wird das dann wieder geschlossen, dieser Befehlssatz. Also ganz wichtig, es muss hier an der Stelle so aussehen. Quasi von da bis da.
SteamVR habt ihr dort schon stehen. Und da fügt ihr eine neue Zeile ein, da geht ihr hinter die Klammer, drückt Enter und fügt eben das hier ein. Mit dem Editor hier könnt ihr die Datei öffnen. Das bedeutet eben, dass, ja, hier steht Activate Multiple Drivers gleich True. Das bedeutet, dass ihr verschiedene, ja, Ökosysteme des Trackings kombinieren könnt in SteamVR. Das wird uns hier ermöglicht und erst dann könnt ihr SteamVR starten und seht dann auch den Vive-Tracker in SteamVR. Wichtig natürlich, wenn ihr hier in SteamVR-Settings rumschraubt, also was verändert, SteamVR muss immer beendet sein. Die Datei muss auch beendet sein, wenn ihr SteamVR startet, weil SteamVR selbst in die Datei reinschreibt, während SteamVR läuft. Ne? Also, bei mir ist das jetzt egal, ich lese ja nur, ich mache jetzt hier nichts, aber immer die Datei schließen, wenn ihr SteamVR öffnet. Und wenn ihr SteamVR und wenn ihr in die Datei was schreiben wollt oder verändern wollt oder auch nur lesen wollt, SteamVR beenden, ganz wichtig. Okay, so, das müsst ihr machen, sonst geht es gar nicht erst weiter. Wir lassen die Datei mal hier auf und dann könnt ihr theoretisch die Firmware aktualisieren des Trackers, falls das dort, das steht dann hier, wenn ihr mit der Maus drüber geht, falls das angeboten wird. Und dann sollt ihr in den SteamVR-Settings, wichtig, Datei muss geschlossen sein, denn diese Änderungen, die jemand hier vornimmt, die werden alle in diese Datei geschrieben. Dann müsst ihr in die SteamVR Settings gehen und beim Vive-Tracker hier die Rolle auf Kamera stellen. Die ist, glaube ich, auf Hand standardmäßig, die muss hier auf Kamera stehen. Das ist der nächste Schritt. Dann das Ganze schließen und SteamVR beenden. Ich mache das jetzt nicht, aber hört auf mich, hört auf das, was ich sage, nicht das, was ich mache. Also Exit SteamVR. So, dann müsst ihr nämlich, deswegen auch SteamVR schließen, in diese Settings wieder gehen. Die habe ich ja hier noch auf. Und folgende Befehlszeile hier ergänzen. So, da steht einfach Add Following Line. So, dann fügt man das da ein. Es funktioniert nicht. Ich weiß nicht, warum die das da nicht richtig berücksichtigt haben an der Stelle. Ja? Also, das geht nämlich nicht so einfach. Ihr müsst das folgendermaßen machen. Ihr müsst an dieser Stelle zwischen Last Known und Collision Bounce, ich bin ein bisschen weit weg, dann kann ich es nicht gut lesen, müsst ihr das Ganze einfügen. Und auch wieder darauf achten, dass hier oben hinter der Klammer ein Komma ist, dann könnt ihr hier diese beiden Zeilen einfügen. Dann muss der Befehl mit der Klammer enden und auch wieder ein Komma folgen. Das Komma hier ist vorhanden, falls ihr das kopiert. So, dann müsst ihr die Seriennummer hier noch ergänzen. Hier schreibt er ja LHR Serial Goes Here. Das macht ihr eben an der Stelle und ergänzt die. Wo könnt ihr die Seriennummer sehen? Die könnt ihr entweder, oder hier könnt ihr die sehen, indem ihr hier auf Vive Tracker verwalten geht und habt hier die Seriennummer. Ja? Die braucht ihr. Die könnt ihr euch separat irgendwo aufschreiben. Die braucht ihr immer mal wieder jetzt im Folgenden. Okay, nachdem ihr jetzt Tracking Overrides hier hinzugefügt habt und die Seriennummer hier ergänzt habt, könnt ihr den nächsten Befehl hier, beziehungsweise das nächste überprüfen. Hier steht nämlich, dass man jetzt das Ganze hier noch ergänzen soll, beziehungsweise das steht in diesem Tutorial als Beispiel. Hier steht, dass man das ergänzen soll. Das ist aber schon ergänzt worden, dadurch, dass ihr den Tracker überhaupt angeschlossen habt. Nämlich ganz unten habt ihr hier wieder eine weitere Zeile, Trackers, und da steht übrigens auch die Seriennummer. Ja? Also theoretisch könnt ihr die auch von hier schon kopieren, braucht ihr nicht da reingehen. Fakt ist aber, ihr braucht die Seriennummer und hier müsst jetzt auch Tracker Roll Camera stehen. Das haben wir ja gerade eingestellt in SteamVR. So, dann geht ihr raus, speichert die Datei. Ihr habt also quasi insgesamt eine Datei jetzt geändert. Drei Sachen, Activate Multiple Drivers, dann habt ihr hier geguckt, ob das vorhanden ist, Trackers und Tracker Roll Kamera und hier oben Tracking Overrides, hier den Tracker mit dieser Seriennummer, als bei mir jetzt natürlich nur. Hier wird also das Head Tracking durch die Koordinaten des Vive Trackers überschrieben, deswegen Tracking Override zum Verständnis. So, jetzt kann man den Tracker auch wieder anmachen, falls der aus war. Fakt ist, ihr startet wieder SteamVR und jetzt könnt ihr schon die Brille aufsetzen und das war's schon.
Also ehrlich, das war's schon. Ihr könnt jetzt schon, wenn ihr natürlich die Schritte aus meinem ersten Tutorial, wo das noch ja ohne Vive Tracker auch gut funktioniert, wenn ihr da schon die Schritte befolgt habt und beispielsweise die Index Controller mit den Dongles gekoppelt habt und alles andere, was ich da noch beschrieben habe. Wir brauchen aber für diese Lösung eigentlich nichts, was wir vorher in dem Tutorial gemacht haben. Wir brauchen keinen Space Calibrator, wir brauchen nicht OpenVR Advanced Settings, wir brauchen halt theoretisch auch nicht den ganzen Mixed VR Manager, das ist ja nur für Komfort noch dazu. Wir brauchen eigentlich aus dem alten Tutorial ausschließlich den Schritt, die Index Controller zu koppeln mit den Dongles. Also, ja, auf jeden Fall viel weniger hier zu machen und deswegen ist es nativ. Ihr braucht nichts weiter. Aber ihr werdet feststellen, wenn ihr jetzt die VR-Brille aufsetzt und die Hände zum Kopf nehmt, dass quasi der Controller, also der Kopf guckt jetzt nach da, ja, der Controller ist hier in der echten Welt und in VR ist er aber hier. Also wir haben quasi, keine Ahnung, 10 cm Offset in die X-Achse zum Körper gerichtet sozusagen, ne, zum Kopf gerichtet. Und das kann man jetzt noch hier eben ändern. Das hat er gestern hier gepostet, wie das geht. Eben, wie gesagt, Capillus VR hat das Ganze hier ja auch beschrieben. Der war auch derjenige, der mit mir da viel geschrieben hatte. Er macht das aber mit dem Input-Emulator und wie gesagt, das ist leider keine gute Lösung, weil es jittert. So, wie macht man das? Man muss hier den Offset, diese 10 cm quasi ungefähr, zu der Tracker-Firmware, ja, die muss man überschreiben sozusagen. Und das geht in dem hier ganz wichtig, natürlich wie das SteamWare rausgeht. Dann müsst ihr am besten zur Sicherheit, sagt er das, finde ich gut, ist immer wichtig, einfach mal alle Geräte abstecken, außer den Vive-Tracker. Und dann müsst ihr in dieses Verzeichnis hier gehen und müsst an der Stelle hier die Lighthouse-Konsole öffnen. Ja, also dieses Verzeichnis und Lighthouse-Konsole müsst ihr öffnen. Kann ich ja mal machen. Ja. Hier stehen jetzt zum Beispiel, deswegen, hier stehen jetzt ganz viele Sachen, weil SteamVR eben noch offen war. Ne? Also deswegen das Ganze nicht machen, wenn SteamVR offen ist. Da sehen wir also, das funktioniert nicht. So, ich schließe es jetzt nochmal. SteamVR ist jetzt geschlossen und dann muss das so aussehen. Korrekt. Hier dürft ihr jetzt natürlich nur noch ein Gerät sehen. So, hier ist jetzt meine Seriennummer. Die steht jetzt hier ganz oft, weil ihr hier verschiedene Dinge eben aufführt. Und dann soll man diese Befehle hier ausführen. Einmal nur Serial eingeben. Das kann ich ja ruhig machen. Dann gibt er das gleiche wieder, was oben schon war. Eigentlich ein unnötiger Schritt, aber kostet ja nichts. Dann gibt man Serial ein und eben die Seriennummer. Die können wir uns hier kopieren. Ja, LHR davor darf ich nicht vergessen. Ja. So, das war falsch. So. Ich schließe nochmal. Seht ihr, was passiert, wenn man. Also, es ist ja auch gut, dass ihr das seht, wenn man sich mal hier vertippt. Also, Serial LHR minus. So. Dann wird auch das Ganze hier wieder ausgegeben. Und dann gibt man Download Config ein. Jetzt hat man nämlich dann in diesem Fenster, in diesem Verzeichnis hier, eine JSON-Datei, die so heißt wie eure Firmware des Trackers. Die braucht ihr, die müsst ihr erstmal jetzt irgendwo absichern für immer, dass ihr immer wieder die Original-Firmware herstellen könnt. Und gleichzeitig, wenn ihr die irgendwo kopiert habt zum Sichern, müsst ihr die hier bearbeiten. Und zwar, wenn ihr die hier bearbeitet, gibt es hier unter dem Punkt, wir gucken mal, Head, wo haben wir das? Hier. Gibt es diese Koordinate hier, die ist ganz wichtig. Standardmäßig sieht die so aus. Und er hat hier eben rausgefunden, dass wenn man seinen 3D-Druck verwendet, das meinte ich am Anfang, ne? Besser seinen 3D-Druck verwenden, dann muss man diesen Wert hier eingeben. Also den Wert durch den ersetzen mit dem Minus. Das sind minus 13 Zentimeter sozusagen, würde ich das jetzt deuten, ja.
Die gibt ihr da ein, speichert das Ganze und hat, wie gesagt, vorher eine Sicherung machen. Und jetzt müsst ihr diesen Befehl hier eingeben, upload-config und dann so wie diese JSON-Datei heißt. So ladet ihr quasi diese extrahierte Config-Datei, Firmware-Datei, jetzt wieder hoch. Und so ist jetzt die neue Koordinate drin. Und das war's. Jetzt setzt ihr die Brille auf. Jetzt habt ihr die Controller und alles, was ihr am Tracking habt, eben da, wo es sein sollte. Und ihr müsst nie wieder was machen. Ihr müsst nichts starten, kein Zusatzprogramm, gar nichts. Ihr setzt immer die Brille auf, egal wann, egal wie lange ihr schon spielt. Warum sage ich das? Es gibt ja immer Drifting bei der anderen Variante irgendwann, ne? Ihr könnt euch im Raum bewegen. Es ist kein Roomscale-Drifting zu sehen. Ich habe es getestet. Es funktioniert wirklich fast schon zu gut. Aber wie am Anfang des Videos erwähnt, gibt es leider so ein bisschen Jitter. Also das Bild wackelt so ein bisschen. Warum ist das so? Tracking von Controllern oder auch dem Tracker werden nicht geglättet. Und es ist ein gröberes Tracking, als es das Head-Tracking eigentlich ist im Lighthouse-Universum oder auch durch die WMR-Kameras. Das wird alles geglättet, gibt noch mehr Datenpunkte quasi aus des Trackings und das macht der Tracker eben nicht, genauso wie die Controller, die sind nicht geglättet. Und an der Stelle ist es eben dann so, dass je nachdem, was man spielt, wie empfindlich man ist und so weiter, dort ja kein smoothes Bild hat oder so. Das ist aber nicht so richtig, wie soll ich sagen, immer der Fall. Also im Beat Saber merke ich es, da bewegt man nämlich seinen Kopf schnell und oft. Das liegt aber vielleicht auch im Spiel, weil in Population One habe ich das Problem überhaupt nicht. Ne? Nochmal, es macht keinen Sinn, sich für Population One das Setup jetzt zu holen. Ne? Da holt euch lieber die Quest 2. Aber nur mal als Vergleich, in Population One funktioniert super. Vielleicht gibt es ja noch eine Möglichkeit, dieses Head-Tracking so ein bisschen zu smoothen, ja, dass es da eben nicht jede kleine Bewegung direkt im Bild angezeigt wird. Das ja, führt auf Dauer zu Motion Sickness. Aber an sich funktioniert das sehr gut. Ich werde eben heute Abend das erste Mal live, und ich habe es heute erst richtig hier eingerichtet, mal damit spielen. Entweder geht es total schief oder nicht. Ihr könnt live dabei sein. Video hatte ich vorhin hier verlinkt. Findet ihr auch noch mal in der Videobeschreibung. Und das war es auch schon hier zu dem Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Beziehungsweise, ich sagte ja, es ist kein Tutorial. Ich wollte es euch nur kurz zeigen, dass es funktioniert. Ja, also richtig coole Sache, dass es da vorangeht und dass es nativ eben ist. Ne? Noch ein kleiner Hinweis, wenn ihr mehrere Brillen mit eurem PC verwendet, kann natürlich immer so eine Konfiguration ja zu Frust führen, weil ihr das dann für die Brille alles konfiguriert habt, dann nehmt ihr eine andere, dann geht das wieder nicht. Das ist hier aber auch äußerst minimiert, weil es ja eben nativ funktioniert. Ne? Ist jetzt nicht so, dass wenn ihr die Index anschließt oder die Quest 2, dass er plötzlich einen Vive-Tracker braucht. Ne? Also so ist es nicht. Es funktioniert trotzdem alles super. Also das ist auch ein Vorteil. Ja, okay, sagt mir doch mal, was ihr davon haltet. Ob ihr hier die über 100 Euro für den Tracker, Kabel, 3D-Druck, Aufwand und so weiter dann auch nochmal zusätzlich für gerechtfertigt haltet. Ich finde es eine coole Variante. Ich muss sagen, mittlerweile, weil ich die Index habe, verwende ich die G2 nicht mehr mit Lighthouse. Jetzt werde ich das aber, glaube ich, mal wieder in Angriff nehmen. Warum mache ich das nicht? Ich mache es einfach nicht, weil ich durch die andere Lösung aus meinem ersten Tutorial viel zu viel immer ändern muss, wenn ich verschiedene Brillen verwende. Das ist nervig. Wenn ihr nur die G2 damit habt, ist das was anderes, aber bei mir ist das was eben durch die Index dann sowieso kein Thema. Aber hier kann ich jetzt wieder das Superbild, wo ich immer noch jedes Mal, wenn ich da reingucke, denke, wow, dann jetzt auch wieder meine geliebten Index-Controller ja, mit dem Lighthouse-System nutzen. Ne? Also das ist wirklich ein Vorteil. Wir testen das Ganze natürlich in Spielen wie Ragnarök und Beat Saber, also wo wir uns viel bewegen. Und da bin ich gespannt, wie das Jitter für mich auf Dauer ist. Ob es vielleicht auch wieder weniger wird, ob man sich daran gewöhnt, das werdet ihr alles sehen. Ja, schreibt es in die Kommentare, bewertet gerne das Video, lasst auch ein Abo da, falls euch Videos wie dieses gefallen. Das motiviert mich weiterzumachen. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Ciao!